Der Obersalzberg in den Jahren 1937-38. Wie wohl kaum in einer anderen Zeit, musste der Berg in diesen Jahren die wohl gravierendsten Veränderungen über sich ergehen lassen. Sieht man von den umfangreichen Stollenbauaktivitäten in den Jahren des Krieges einmal ab. Gleichzeitig wurde an den unterschiedlichsten Bauprojekten unter höchstem Druck gearbeitet und alle Fäden dieser Baustellen liefen in einer Hand zusammen. Der von Martin Bormann. Zwischen Bormanns Musterbauernhof, dem Gutshof auf einer Höhe von etwa 1000 Metern und dem einzigartigen Kehlsteinhaus auf 1834 Metern, lagen in unmittelbarer Nähe von Hitlers Berghof im Führersperrgebiet zahlreiche Baustellen. Zweifellos eine logistische Herausforderung, der Reichsleiter Bormann ohne einen Stab von ehrgeizigen und ebenso qualifizierten Mitarbeitern sowie Tausenden von Arbeitskräften wohl kaum gerecht werden konnte. Die meisten der Baumaßnahmen unterlagen damals der höchsten Geheimhaltungsstufe und die Öffentlichkeit erfuhr nur wenig über das Geschehen im Führersperrgebiet am Obersalzberg. Nahezu alle damaligen Bauingenieure sind mittlerweile nicht mehr am Leben. Einige fanden nach dem Krieg neue Anstellungen bei großen Baufirmen oder machten sich selbstständig. Interviews sind so gut wie keine vorhanden. Dieses Interview mit dem ehemaligen Verwaltungsangestellten Ludwig Seiwald ist aus zweierlei Gründen von besonderer Bedeutung. Zum einen, weil Ludwig Seiwald eine Position innehatte, die ihm weitreichende Einblicke in die Bauaktivitäten auf dem Obersalzberg gewährte. Zum anderen, weil er als einer der wenigen nach Kriegsende abermals auf dem Obersalzberg tätig war. 1992 interviewte der Obersalzbergforscher Florian Beierl seinen Großvater Ludwig Seiwald. Der 1914 in Salzburg geborene Sohn einer Gastwirtsfamilie besuchte in seiner Heimat zunächst eine Handelsschule und verließ danach Österreich in Richtung Deutschland, wo damals Arbeitskräfte gesucht wurden und wo die politische Situation aussichtsreich erschien. Mein Großvater war für mich ein sehr prägender Zeitzeuge, weil er den Obersalzberg aus zwei verschiedenen zeitlichen Perspektiven kannte. Das war wirklich eine Besonderheit. Er kannte den Berg aus der Zeit der großen Bauten und dann später nach dem Krieg ist er dort zum Treuhänder bestellt worden für die Wiedergutmachungsbehörde. Und sein Tagebuch haben wir erst nach dem Tod lesen dürfen. Das ist sehr interessant. Da sind viele interessante Dinge aus seinem Leben drin. Natürlich auch die Zeit am Obersalzberg und später auch sein Einsatz im Krieg mit sehr kritischen Kommentaren und natürlich die Zeit beim Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung. Großvater hat im Keller noch sehr alte Amtsunterlagen gehabt und da hat er mich dann einmal mitgenommen, da war ich glaube ich 12 Jahre alt und hat mir einen amerikanischen Bunkerplan gezeigt vom Obersalzberg. Da ist er. Und der war von 1947. Mit diesem Plan hat damals die Liegenschaftsverwaltung gearbeitet. Und es war natürlich faszinierend, weil diese Stollenanlagen zum größten Teil ja gar nicht mehr zu finden waren. Man hat die Eingänge verschüttet oder versperrt. Und er wusste diese Sachen noch. Und das war im Endeffekt der Auftakt für mein Interesse an diesem Berg und an diesen unterirdischen Anlagen. Das alles ist lange her und Florian Beierl hat später Geschichte studiert. Heute gilt er als Experte, wenn es um die Geschichte des Obersalzbergs geht. Bevor wir nun Ludwig Seiwald seine Geschichte erzählen lassen, möchten wir euch kurz den Sponsor für diese Dokumentation vorstellen. NordVPN. NordVPN hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Internet zu einem besseren Ort zu machen, als es das heute ist. Niemand mag es, verfolgt und beobachtet zu werden, selbst wenn man nichts zu verbergen hat. Online-Privatsphäre ist ein schützenswertes Gut. Wer über ein VPN surft, verschlüsselt seinen Datenverkehr, sodass niemand sieht, was man online macht. VPN kann aber auch nützlich sein, auch wenn dir Datenschutz egal ist. Mit NordVPN kannst du auf viele Online-Inhalte zurückgreifen, die sonst an deinem Standort nicht verfügbar wären. VPN ermöglicht dir eine sichere Verbindung zu Hunderten von Remote-Servern an verschiedenen Standorten weltweit und bietet einfache, benutzerfreundliche Apps für alle gängigen Plattformen an, egal ob Mac, Android oder Windows.
Gehe jetzt auf nordvpn.com/begafilm oder klicke auf den Link in der Beschreibung und sichere dir exklusive 70% Rabatt auf dein 2-Jahres-Abo plus einen Gratismonat. Absolut ohne Risiko mit 30-tägiger Geld-zurück-Garantie. Vielen Dank an NordVPN für dieses großartige Angebot für unsere Zuschauer. Und jetzt zurück zum Video. Nachdem ich 1935 bei der Firma Sager & Werner, und zwar bei der Errichtung der Alpenstraße, mit tätig war in der Bauabrechnung, konnte ich mich im Laufe der Zeit verbessern, und zwar durch die Firma Polenski & Söllner, die mir ein höheres Gehaltsangebot gemacht hat. Am 29.11.1936 schreibt Ludwig Seiwald in seinem Tagebuch: Vom Arbeitsamt Berchtesgaden bekomme ich eine Arbeitsanweisung auf den Obersalzberg. Der Anfang war nicht sehr leicht, aber in Kürze kam ich in die Bauabrechnung und verdiente gut. Ich wechselte dann zur Firma Polenski & Söllner am Obersalzberg, die damals mit vielen anderen Firmen, zum Beispiel mit Sager & Werner, mit Held & Franke, mit der RG, Arbeitsgemeinschaft und so weiter oben tätig war. Und bei dieser Gelegenheit wurde ich im Laufe der Zeit für die Bauabrechnung der Baustelle Kelsteinstraße eingesetzt. 11. November 1937. Versetzung vom Baubüro Antenberg zum Baubüro Kehlsteinstraße am Terzangerl. Das neue Büro hat ein Lager wie ein Kaiserjägerunterstand in den Dolomiten 1914. In der Nähe unseres Baubüros spielt sich viel ab. Hitler hat viel Besuch aus dem Ausland. Ich habe Gelegenheit bekommen, den italienischen Außenminister, indische Fürsten und Politiker aus der ganzen Welt aus nächster Nähe zu sehen. Und nun wird dich, der du eben mein Tagebuch gelangweilt durchschnüffelst, interessieren, was wir bei der Firma Polenski und Zöllner auf dem Obersalzberg eigentlich gemacht haben. Also, unsere Firma hatte den Auftrag zum Bau der Kehlsteinstraße, Hochlenzerstraße, Teilauftrag Platterhof und so weiter. Es waren bei uns auf diesen Baustellen etwa 2000 Leute Sommer und Winter beschäftigt. Bauherr und Auftraggeber war Hitler. Es war eine eigene Abteilung. Dort sind die Leistungsmeldungen der ganzen Schachtmeister und Ingenieure zusammengelaufen. Und wir mussten anhand der Bauverträge feststellen, ob die Auflagen der Auftraggeber, aber auch der Firma selbst genügend beachtet worden sind. Die Arbeitsbedingungen am Kelstein waren außerordentlich schwierig. Man muss sich vorstellen, das ist ein Berg mit fast nur ganz schroffem Felsgelände. Und da hinein eine Straße zu legen, ist fast ein Unterfangen, das in Mitteleuropa fast einmalig ist. Bei dieser Arbeit war natürlich auch Voraussetzung, dass man die Baustelle selbst einigermaßen kannte, dass man die Schwierigkeiten, die Gefahren und alles mit in Betracht zog. Denn es war ja so, viele Arbeiter, besonders bei schwierigen Aufgaben, die Stützmauer, wie die Stützmauern errichtet worden sind, das war eine unheimlich gefährliche Sache. Da mussten wir darauf achten, dass auch die Versicherungsbedingungen beachtet worden sind. Wir mussten immer wieder auf der Baustelle sein und haben dadurch natürlich einen guten Einblick gewonnen. Bei dieser Tätigkeit hatten wir natürlich auch viel Einblick in das wirkliche Baugeschehen. Dazu kann ich nur sagen, im Anfang hatten wir alle den Eindruck, so eine Straße auf den Kelstein zu bauen, durch schroffes Felsgelände, wo früher Klettersteige waren, plötzlich eine Straße durchzubauen, das fanden wir für unmöglich. Es wurde aber trotzdem in Angriff genommen. Die Zeit damals war, die ganze Einstellung damals war, es ist nichts unmöglich. Und so war es auch am Obersalzberg. Die Kelsteinstraße wurde dann in Angriff genommen. Die Schwierigkeiten
waren entsprechend groß. Vor allen Dingen war es sehr schwierig, die richtigen Leute zu kriegen für so eine strapaziöse Arbeit und vor allen Dingen für so gefährliche Tätigkeiten. Es ist nicht zu vergessen, dass dort auch Todesfälle gegeben hat. Es war mal ein großer Erdrutsch, wo es einige Tote gab. Dann war im Schachtbau, Aufzugbau zum Kelchstein selber, hat es zwei Tote gegeben. Ein Lastwagen ist einmal abgestürzt, da war auch der Fahrer tot. Es war also nicht einfach, dort zu arbeiten oder, wie ich schon erwähnt habe, die Leute zu bekommen, diese Tätigkeit aufzunehmen. Man hat aber von Seiten der Bauleitung, ob das jetzt die Bauleitung am Obersalzberg oder die staatliche Bauleitung war, versucht, den Leuten auch möglichst viel Vorteile zukommen zu lassen. So hat man große Lager errichtet, damit der Weg von zu Hause zur Arbeit nicht zu weit war. Man hat das Lager Terzangerl, das Lager Ligeret, das Lager Kelchstein und so weiter, wo überall einige hundert Leute untergebracht waren, errichtet. Und die Verpflegung dort war verhältnismäßig billig. Alles, was verkauft wurde an Getränken, Brotzeiten und so weiter, war so, dass sich der Arbeiter jederzeit leisten konnte. Zu diesem Thema wäre noch zusätzlich zu erwähnen, dass es bei diesen Arbeitern absolut sich nicht um Leute gehandelt hat, die man zweitklassig auf besonders gefährliche Baustellen gegeben hat, sondern es waren durchwegs Facharbeiter und die waren wiederum sehr viel aus Österreich und aus Italien bzw. Südtirol, weil man dort die entsprechende Erfahrung im Straßenbau hat und Fachleute, die viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet haben, diese Fachleute waren sehr gefragt. 20. Dezember 1937, Baustelle Obersalzberg, mit Sperling beim Geldtransport, alle 14 Tage ca. 500.000 Reichsmark für Löhnung. Es war natürlich auch so, wenn zum Beispiel wir hatten, einen Freitag war Zahltag, einen der nächsten Freitag war sogenannter Schusstag, das war der Vorschusstag. Und immer wenn die Auszahlungen waren, gab es an den Wochenenden irgendwo Schlägereien und auch sonstige Ausschreitungen, weil eben der Alkohol das Seinige dazu getan hat. Es war dann damals so, dass man kurz einmal die SS angerufen hat und die hat dann wieder für Ordnung gesorgt. Aber das kam Gott sei Dank nicht sehr oft vor. Eine weitere gute Einrichtung am Obersalzberg war die Theaterhalle. Zufällig war mein Bruder der Bauleiter. Die Theaterhalle hat, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube an die 1000 Leute, 4000 Leute Platz geboten. Interessant war immer und irgendwie lustig, wenn man dort einen Film sich angeschaut hat und der war dann zu Ende, die Leute gingen raus, dann saßen immer einige da, die haben fest geschnarcht und geschlafen. Es war ja kein Wunder, die Leute haben ja entsprechend gearbeitet. Aber es war lustig zu beobachten. Wie schon vorher erwähnt, war die Fürsorge für die Arbeiter am Obersalzberg absolut nicht schlecht. Was Gehälter, Löhne anbetrifft, so wäre noch zu erwähnen, die Arbeiter dort haben bekommen Schmutzzulage, Trennungszulage, weil sie ja lange von der Familie weg waren jeweils, dann Strapazenzulagen, Höhenzulagen und diese Zulagen waren wenig versteuert und haben den Lohn bzw. Gehalt entsprechend aufgebessert. Es waren dann auch Leute dabei, die so viel in der Kantine gelassen haben,
dass sich die Familien bei der Firma erkundigten bzw. beschwert haben, ob wir so wenig bezahlen, dass sie kein Geld heimschicken. In diesem Fall haben wir über das Amtsgericht Berchtesgaden jeweils beantragt, dass die Gehälter zum Teil oder Löhne zum Teil einbehalten wurden und wir selbst dann an die Familien, die das Geld überwiesen haben. Dieses Verfahren war in einigen Fällen notwendig. Zur Frage der Bauleitung wäre noch zu erwähnen, dass Martin Bormann, der damalige Reichsleiter Martin Bormann, am Obersalzberg und insbesondere bei den Baufirmen ziemlich gefürchtet war. Er war zwar kein Baufachmann, er war Landwirt, aber er hat sich aufgespielt, als ob er alles besser verstehen würde als sämtliche Diplom-Ingenieure und sonstigen Fachleute. Er hat um sich herum einen Stab aufgebaut mit alles Ingenieuren, Baudirektoren und so weiter, die immer am Gängelband von ihm waren. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat oder sagen wir rein optisch irgendwas nicht gefallen hat, hat er das gleich wieder abreißen oder abbrechen lassen und gleich wieder neu errichten lassen. Und wehe, wenn das nicht funktioniert hat. Er hat unter anderem auch verlangt, dass nachts die Scheinwerfer eingeschaltet waren, dass immer irgendwelche Tätigkeiten durchgeführt wurden. Dazu möchte ich auch sagen, dass zum Beispiel im Winter die Leute nicht ausgestellt worden sind. Wenn meterhoher Schnee lag, dann wurden die Leute zum Schneeschaufeln eingesetzt, auch wenn es nicht viel Sinn hatte, weil auf der Baustelle ja nichts los war. Aber nur, um die Leute zu beschäftigen und sie nicht zu Arbeitslosen zu machen. Das war wiederum, sagen wir, keine negative Sache. Ein großes Problem am Obersalzberg war die Winterzeit. Der viele Schnee hat natürlich schon erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Die Lager waren teilweise total eingeschneit und es mussten von außen her Arbeitstrupps angefordert werden, um die Lager wieder, die Zugänge zu den Lagern einigermaßen wieder freizuschaufeln. Ursprünglich waren am Obersalzberg Wachhäuschen vorgesehen mit SS-Leuten, die die Zugänge zum Baugelände und vor allen Dingen zum sogenannten Führergelände hermetisch abgeriegelt haben, beziehungsweise nur mit den entsprechenden Ausweisen die Wachposten passiert werden konnten. Aus politischen Gründen und damit die Sache nicht so scharf aussieht, hat man dann später die SS-Leute weggenommen und hat dafür von den Baufirmen Arbeiter hingestellt. Und da ist einmal ein ganz lustiger Fall passiert. Da ist Hitler mit dem damaligen italienischen Außenminister Graf Ciano zum Obersalzberg gefahren. Und kurz vor dem Ziel war der letzte Posten und der Arbeiter hat die Schranke zugemacht und hat von den beiden den Ausweis verlangt. Die begleitenden SS-Leute haben sich gleich entsprechend aufgeführt und wollten den Mann fertig machen. Da hat aber Hitler dann gesagt, warum? Was soll das? Der Mann hat ja nur seine Pflicht erfüllt. Zu erwähnen ist noch, dass die große oder die weit verbreitete Meinung, am Obersalzberg würden nur absolute Parteigänger und fanatische Hitleranhänger eingestellt werden, dass diese Meinung absolut nicht stimmt. Man hat da oben in erster Linie darauf geachtet, dass die Leute, die eingestellt wurden, fachlich geeignet waren, und hat nicht lange danach gefragt, ob er ein Parteibuch hat oder nicht. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Doktoringenieur Müller aus Salzburg oder auch der Diplomingenieur Grazwal aus Kärnten, und so könnte ich noch eine ganze Menge nennen,
dass die absolut mit der Partei nichts zu tun haben wollten. Aber es waren hervorragende Fachleute und deshalb hat man sie auch nicht behelligt. Es wäre natürlich, das gehört dazu gesagt, gefährlich gewesen, da oben sich irgendwie gegnerisch aufzuführen oder sagen wir mal durch gefährliche Äußerungen sich da auszuliefern. Tagebucheintrag vom 18. November 1938. Mit einem Koffer voll mit den wichtigsten Gebrauchsgegenständen gehe ich den Weg von Puch über den Reckensberg nach Au und fahre dann mit dem Omnibus nach Berchtesgaden. Ungefähr wie am ersten Schultag. Ich rücke zu den Gebirgsjägern ein. Seiwald wurde an den unterschiedlichsten Fronten eingesetzt. Nach der Grundausbildung in Berchtesgaden kämpft er zunächst in Polen, dann in Frankreich, Griechenland, Kreta, Russland. Und Italien im Monte Cassino. Von Anfang an steht er dem Krieg sehr kritisch gegenüber. Gleich nach seiner Feuertaufe am 7.9.1939 in Polen schreibt er in sein Tagebuch: Polen, die auch so wie wir für ihre Sache kämpften, die ersten Toten auf der Straße des Krieges. Hat ihr Tod einen Sinn? Die Offensive im Frankreich-Feldzug endet mit einem Sieg der Deutschen und dem Waffenstillstand von Compiègne. Im Winter 1940 verbringt Seiwald seinen Fronturlaub in Berchtesgaden. Im Frühling 1941 wird er an die Front nach Griechenland verlegt und im weiteren Verlauf des Krieges kämpft er in Kreta. Als Mitglied des Gebirgsjägerregiments 100 wird ihm später das Ärmelband Kreta verliehen. Nach einem weiteren Fronturlaub im Herbst 1941 folgt der Fronteinsatz in Russland. Am 29. September 1943 wird es endgültig ernst. Auf nach Russland. Ob ich diesmal zurückkommen werde? Die Lage wird immer kritischer, die Verluste immer größer. Angst hatte ich eigentlich noch nie, nur am Sinn des Krieges und an der Intelligenz unserer Führung habe ich ständig Zweifel. Aber schon nach 7 Wochen ist sein Einsatz an der russischen Front beendet und seine Kompanie wird abgezogen. Am 20. November 1943 schreibt Ludwig Seiwald in sein Tagebuch: Das Vorkommando der 212. Infanteriedivision trifft in unseren Stellungen ein. Wir sollen abgelöst werden und in einen anderen Frontabschnitt kommen. Wohin, ist unbekannt. 19. Dezember 1943. Auf schöne Weihnachten brauchen wir uns dieses Mal bestimmt nicht zu freuen. Wir lösten das Regiment Hoch- und Deutschmeister ab, welches in diesem Kampfabschnitt schwere Verluste hatte. Wir lagen also im Kampfraum von Monte Cassino. Den weiteren Verlauf des Krieges wird Seiwald an der italienischen Front und in den Westalpen verbringen. Am 16. April 1945 wurde unsere Kompanie am kleinen St. Bernhard abgelöst. Wir standen gegen 12 Uhr zum Abmarsch bereit. Die letzten Berichte von den Fronten sind außerordentlich schlecht. Jeder wusste, wie unsinnig jedes weitere Blutvergießen war. Wir sollten in Turin eingesetzt werden. Arthur und ich gingen in Aosta in ein kleines Café und besprachen bei einem Flascherl Marsala die Lage. Eine Stunde später waren wir entschlossen, nun einfach nicht mehr mitzumachen und von hier aus in die Schweiz zu gehen. Es war die letzte und einzige Möglichkeit. Diese Flucht beschreibt Seiwald in seinem Tagebuch sehr ausführlich. Kurz gefasst gingen die beiden im Schutze der Dunkelheit und bei Mondlicht in Richtung Norden. Sie wollten über den St. Bernhard Pass die Schweiz erreichen. In einem Bauernhof bitten die Soldaten die Bäuerin um Hilfe und heuern einen Einheimischen für 3000 Lire als Führer an.
Statt über die Grenze führte der Italiener die beiden Kameraden direkt zu den Partisanen. Der Partisanenführer vom St. Bernhard-Gebiet sprach Deutsch und nahm den beiden Gebirgsjägern die Waffen ab. Eigentlich würde die Geschichte hier enden, denn mit deutschen Gefangenen machten die Partisanen meistens kurzen Prozess. Doch sie hatten Glück im Unglück. Nach umfangreicher Befragung brachen sie zu dritt in Richtung Schweizer Grenze auf. Nach einer Übernachtung in der Partisanenstellung erreichten die drei am 21. April 1945 den Sattel zwischen dem großen San Bernhard und dem Monte Villan. Vor ihnen lag die Schweiz. Im Tagebuch steht Folgendes: Es war ein herrlicher Augenblick und ich weiß nicht, was ich stärker empfunden habe, die nunmehr errungene Freiheit oder die große Freundschaft und Treue unseres lieben Freundes Cesare aus Borgia. Wir haben uns herzlich verabschiedet und er wünschte uns in gebrochenem Deutsch viel Glück und sagte, dass wir uns vielleicht einmal wiedersehen werden. Das Kriegsende erlebten beide in der Schweiz und im Dezember 1945 kehrt Ludwig Seiwald in seine Heimat zurück. Lassen wir nun Ludwig Seiwald seine Geschichte selbst zu Ende erzählen. Wie ich vom Krieg zurückgekommen bin, ich hatte 8 Jahre die Uniform an, habe den ganzen Krieg an sämtlichen Fronten mitgemacht und unter anderem auch Kreta, Monte Cassino und so weiter. Gebirgsjägerregiment 100 Berchtesgaden sagt alles. Und wie ich zurückgekommen bin vom Krieg, ließ ich mir erst einmal erzählen, was da oben am Obersalzberg alles los war. Es war insofern interessant, die ganze Umgebung, einschließlich Dürrenberg bei Hallein, dann Ramsau, Schellenberg, Berchtesgaden, Königssee. Von überall sind die Bauern und die Leute rauf am Obersalzberg und haben geräubert und geräubert, was das Zeug gehalten hat. Ich bin einmal später, wie ich dann daheim war, habe ich mir das Ganze einmal angeschaut, weil es mich interessiert hat. Da habe ich unter anderem auch festgestellt, dass in einem Raum eine ganz wertvolle Zirbenstube, da hat man mit Pickel reingehaut und hat die Vertäfelungen kaputtgeschlagen, bloß um Heizmaterial zu haben. Und andere Bauern, die haben die wertvollsten Teppiche aus den Häusern raus, haben sie zusammengeschnitten, dass sie dann nichts mehr wert waren und haben sie abtransportiert mit Bauernfahrzeugen. Andere haben wieder die Alkoholikers geholt. Und so war so eine richtige Räuberei am Obersalzberg. Es hat lang gedauert, bis sich das wieder einigermaßen eingespielt hat und bis von behördlicher Seite eine gewisse Verwaltung über das Ganze aufgebaut werden konnte. Da war zunächst einmal unter Leitung von Herrn Dr. Kollmann die sogenannte STEG abgekürzt, also die sogenannte staatliche Erfassungsgesellschaft, abgekürzt STEG. Die hat sehr viele Materialien, Gegenstände, Liegenschaften und so weiter katalogisiert und verwaltet, bis dann später vom bayerischen Staat das Bayerische Landesamt für Vermögensverwaltung eingerichtet worden ist, dem ich auch angehört habe, als Liegenschaftsverwalter. Von dieser Stelle aus konnte dann schon alles ganz anders erfasst werden und verwaltet werden. Von Seite der Besatzungsmächte der Amerikaner wurde dann die sogenannte Kontrollratsdirektive Nummer 50 geschaffen, die KRD 50, und die hat diese ganzen Liegenschaften aufgeteilt in ehemaliges Reichsvermögen und in ehemaliges Parteivermögen. Was Parteivermögen war, haben dann die Länder zu verwalten gehabt, und zwar zuständig die jeweiligen Finanzämter, das Finanzamt Berchtesgaden zum Beispiel für den Obersalzberg. Alles, was Deutsches Reich war, hat dann das Bayerische Landesamt für Vermögensverwaltung beziehungsweise später dann das Bundesvermögensamt übernommen und verwaltet. Das Parteivermögen, also Obersalzberg war ja reines Parteivermögen,
Auch alles, was da oben sonst geschaffen worden ist, ist in die Verwaltung des Landes Bayern übergegangen. Zuständig Finanzamt Berchtesgaden. Zu erwähnen wäre noch, dass die Amerikaner zum Beispiel die wertvollsten Gemälde, ob das Spitzweg oder Dürer oder Van Dyck oder sonst was war, gesammelt haben, überall rausgeholt haben und dann zum sogenannten Collecting Point nach München überführt haben. Was dort weiter geschehen ist, damit habe ich heute keine Ahnung. Das gesamte Bunkersystem am Obersalzberg ging natürlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch auf das Land Bayern über, vertreten durch Oberfinanzdirektion München und diese wieder vertreten durch das Finanzamt Berchtesgaden. Und viele Bunker waren überhaupt nicht mehr zugänglich, waren grundsätzlich gesperrt. Und plötzlich kam ans Bundesvermögensamt einmal der Antrag, dass die Pioniere der Gebirgsjäger, Kaserne Strupp, dort Sprengübungen machen möchten in einem Bunker. Ich war dann dabei, wir haben die Bunker besichtigen können, Finanzamt hat uns aufgemacht. Und aus irgendwelchen Gründen sind dann die Sprengübungen dort doch nicht durchgeführt worden. Ich habe jedenfalls festgestellt, in diesen Bunkern war der Zustand noch so, als wenn sie erst vor einem Jahr gebaut worden wären. Total trocken, tadellos gebaut. Man hat damals schon sehr, sehr gute Fachkräfte gehabt für solche Bauwerke. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum von militärischer Seite die Sprengübungen nicht durchgeführt worden sind. Der Zustand der Bunker war einfach noch zu tadellos dafür.